Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich eine AutoCAD-Datei importiere und auf Basis dieser die Werkstättenzeichnung eines Freigabeplans übernehme. Ich habe mir hierzu eine DWG am Desktop abgelegt, welche ich hier mit Drag und Drop laden möchte. Jetzt bekomme ich hier die Möglichkeit, wie ich diese Datei laden möchte. Ich wähle hier als 2D-Konstruktion Laden aus. HiCAD listet mir jetzt auf, welche Layouts in der Datei vorhanden sind. Ich möchte hier in diesem Fall nur das Modell importieren. Ich habe jetzt das Modell der DWG importiert und man sieht hier, dass ich hier ein Portal in der Ansicht habe, einen Horizontalschnitt dazu und zwei Vertikalschnitte. Und ich möchte hier zeigen, wie ich mit einfachen Wegen diese Bleche und Anschlussdetails ins HiCAD übernehmen kann für meine Werkstattplanung. Dazu wechsle ich in die 2D-Teilestruktur und erzeuge mir hier drei neue Teile. Einmal eine Ansicht, einmal einen Vertikalschnitt und einmal einen Horizontalschnitt. Diese drei Ansichten habe ich jetzt erzeugt oder Teile habe ich jetzt erzeugt und anhand des Symbols sehe ich, dass diese noch leer sind. Ich aktiviere die Ansicht und habe hier die Möglichkeit, diese Teile in diese Ansicht des 2D-Teils zu übernehmen. Ich ziehe ein Rechteck drüber und man sieht jetzt anhand des Icons, dass diese Ansicht jetzt hier kombiniert worden ist. Wenn ich sage nur aktives Teil darstellen, dann sehe ich, dass diese Ansicht hier verschmolzen worden ist. Dasselbe mache ich jetzt auch noch mit dem einen Vertikalschnitt und mit dem Horizontalschnitt. Ich kann hier die jetzt nicht mehr benötigten Ansichten löschen sowie auch die Texte, die hier in diesen Ansichten vorhanden sind. Hier gibt es noch die Vorlage, welche in der AutoCAD-Datei ist und diese lösche ich hier auch noch weg, um einfach leichter damit arbeiten zu können. Wenn ich jetzt in die Gesamtansicht gehe, dann sehe ich hier diese drei Ansichten, die ich hier optimal nutzen kann. Jetzt vergebe ich meiner 3D-Ansicht noch sinnvolle Namen, um damit besser arbeiten zu können. Man sieht hier auch, dass diese Vorderansicht der 3D-Ansicht auch hier noch ein 2D-Teil hat. Jetzt starte ich und wechsle in die Vorderansicht und starte mit einer Skizze, damit ich meine 3D-Teile übernehmen kann. Die Ebene lege ich auf die Bildschirmebene und ich möchte hier einfach mal das Portal in einfacher Art und Weise übernehmen. Und ziehe einfach ein Rechteck über das Portal, um dies darzustellen. Habe hier in diesem Fall jetzt leider Gottes den falschen Punkt erwischt, das heißt, das war ist eigentlich dieser Punkt und hier dieser Punkt. Das heißt, das wäre meine Außenkante des Portals, welche ich hier jetzt als 3D-Teil erzeuge. Ich gebe eine Stärke an und einen Namen, um das besser zu sehen. So, jetzt habe ich hier mein 3D-Teil und ich habe hier auch dann die Möglichkeit, diese Ansicht in meine Vorderansicht zu definieren. So, ich kann hier diese Ansicht auch noch arretieren, um dies besser damit leichter zu arbeiten. Ich drehe einfach mal die Ansicht und sehe, hier habe ich nur mein 3D-Teil, also meinen Quader des Portals. Anhand
dieser Ansicht sehe ich jetzt schon, dass diese Ansicht jetzt kombiniert worden ist. Jetzt erzeuge ich mir hier noch meine Schnittansichten. Einmal einen Horizontalschnitt, den ich hier ablege, und einmal einen Vertikalschnitt, den ich hier auch ganz bewusst nebenbei ablege. Ich kann jetzt weitergehen und diese Ansicht verschieben, dass ich sage, okay, dieser Punkt des Portals soll hier drauf liegen. Und jetzt möchte ich natürlich hier wieder von meiner zweiten Ansicht, das heißt, das ist hier diese Ansicht, das ist mein Horizontalschnitt, wird mir automatisch hier umbenannt und ich schiebe hier diesen Horizontalschnitt in die 2D-Teile des Schnittes. Kann diese Ansicht wieder arretieren und habe hier diese Ansicht wieder kombiniert. Dasselbe mache ich natürlich hier noch, dass ich hier diese Ansicht verschiebe an die richtige Stelle und wähle hier auch wieder den Namen, um dies wieder zu kombinieren. Ziehe den Vertikalschnitt in die 2D-Teile, arretiere diese Ansicht, drehe sie einmal ganz kurz und somit ist diese Ansicht auch jetzt kombiniert. Was ich jetzt im nächsten Schritt mache, ich achte darauf, dass ich nur mit der aktiven Ansicht arbeite, weil es das für mich wesentlich einfacher macht, um nicht in der falschen Ansicht zu sein. Ich kann hier in diesem Fall mit einer Skizze arbeiten und diese Skizze kann ich hier dann bearbeiten und mein Blech hier in diesem Fall nachziehen oder nachzeichnen. Ich erzeuge ein Blech, wähle mein Halbzeug aus. In diesem Fall ist es ein Stahlblech 3 mm, welches ich die Aufbaurichtung definiere und mit OK wird mir hier dieses Teil erzeugt. Ich möchte natürlich auch darauf achten, dass ich hier eine Hauptbaugruppe in der Konstruktion habe und meine einzelnen Teile. Dies soll zur Strukturierung beitragen und ich brauche eine zweite noch, wo ich hier meine Bleche definiere. Dies ist mein Portal und hier kommt mein Blech rein. So, diese Ansicht kann ich natürlich jederzeit aktualisieren und ich gehe in die Voransicht und sehe hier automatisch schon mein Blech liegen. Ich möchte hier mit der rechten Maustaste noch eine weitere Ansicht erzeugen, um dies einfach besser darstellen zu können. Jetzt könnte ich hier mit den ganz normalen Befehlen arbeiten und hier dieses Blech an die gewünschte Größe definieren. Ich muss natürlich den richtigen Punkt erwischen, das heißt bis hierher, und kann hier jederzeit weiterarbeiten. Ich möchte hier auch gleich das Langloch für die Bearbeitung erzeugen und teile hier diese Bearbeitung auf. Von hier bis hier unten und gebe mit relativ Return auch den Anfangspunkt an, wo ich hier 25 mm nach hinten reingehe. Dasselbe mache ich auch noch hier. Mit dieser Bohrung so. Im Grunde genommen ist hier dieses Blech jetzt fertig. Was ich in weiterer Hinsicht noch mache, ich vergebe natürlich sofort auch die Teileausrichtung, damit es für die Werkstättenzeichnung danach auch passend ist. Dieses Blech kommt natürlich auf der anderen Seite auch vor, das heißt, ich nehme meine Bearbeitungsebene und spiegle dieses Blech an die zweite Seite und habe dies auch sofort an der zweiten Stelle. Wenn ich jetzt in den Horizontalschnitt gehe, diesen aktualisiere, dann sehe ich auch sofort, dass ich hier dieses Blech auch auf der zweiten Seite habe.
Jetzt wechsle ich in den Vertikalschnitt, weil ich hier in diesem Fall das obere Blech noch modellieren möchte und erzeuge mir hier eine weitere Skizze, wo ich hier diesen Winkel nachzeichne. Man sieht hier, ich kann ganz normal die Punkte ganz normal fangen und möchte hier aus diesem Blech ein Verkleidungsblech machen. Gib die Einbaurichtung an und mit OK habe ich hier dieses Blech in der Konstruktion erzeugt. Wenn ich jetzt im Grundriss sehe, dann sieht man hier, dass hier der Beton vorgesetzt ist. Das heißt, dieses Verkleidungsblech muss natürlich hier in diesem Bereich sein. Dazu kann ich mir hier ganz einfach eine Skizze erzeugen und habe hier die Möglichkeit, diesen Linienzug zu übernehmen. Dieser Linienzug wurde mir hier übernommen und ich könnte diesen hier ganz normal mit den gewohnten Funktionen auch ins 3D bringen. Dasselbe mache ich natürlich noch auf der zweiten Seite, dass ich hier auch diesen Linienzug übernehme und diese zweite Wand ins 3D bringe. Diese gehören natürlich in meinen Bausatz rein und somit habe ich hier diese Teile auch im 3D erzeugt. So wie man das hier sehr schön sehen kann. Ich kann natürlich hier, wenn ich die Umschalttaste drücke, mit den erweiterten Punktoptionen hier diese Wand ganz einfach nach oben ziehen, um es einfach ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, dieses Blech auch gleich an die richtige Größe zu bringen. Das heißt, ich möchte hier dieses Blech auf dieser Seite und auf dieser Seite an die gewünschte Länge bringen. Und somit habe ich auch hier dieses Blech ganz einfach ins 3D gebracht und habe natürlich hier meine Voransicht mit den Blechen, mit den Anschlussteilen und auch im Vertikalschnitt mit den weiteren Blechen erzeugt. Natürlich würde das hier auch mit dem Estrich-Anschluss, also mit dem Fußbodenanschluss, dasselbe Thema sein. Jedoch glaube ich, dass es hier für den ersten Schritt reicht, damit man sieht, wie man dies hier ganz einfach machen kann. Natürlich sind diese 2D-Ansichten jetzt natürlich auch zusammenhängend. Das heißt, wenn ich eine Ansicht ziehe, dann hängen die 2D- und 3D-Teile zusammen.